Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 11, die Große Anfrage der Abg. Alex, Decker, Hofmeier, Kummer, Löber, Schmidt, Warnecke, Weiß, SPD und Fraktion betreffend Stiftungen in Hessen, Drucksache 19/5844 zu 19/4338, beides aus 19. Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. Und für die SPD-Fraktion hat sich die Abg. Alex zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sagen Danke für die Beantwortung unserer Großen Anfrage. Gut 13 Monate hat es gedauert. Das ist selbst nach den großzügigen Maßstäben der Landesregierung eine ziemlich lange Zeit. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es sehr schwer ist, Transparenz zu schaffen in einem Bereich, wo es sich um Nebenhaushalte des Landes Hessen handelt, die der Kontrolle weitgehend entzogen sind. Aber immerhin 7 Millionen € im Schnitt im Jahr Zuwendung an die Stiftungen und über eine halbe Milliarde € Landesmitteln sind in die Stiftung geschaufelt worden. Die älteste Stiftung geht auf das Jahr 1929 zurück, ist sozusagen Vorbundesland hessischer Zeit. Und in den 70 Jahren bis 1999 wurden knapp 75 Millionen € in Stiftungskapital investiert. Seit 19 Jahren, seit wir eine CDU-geführte Landesregierung haben, da wurde dann richtig geklotzt. Da gab es dann über 460 Millionen € dazu, also eine Steigerung durch CDU-geführte Landesregierung um 85%. Und dass sich dieser Teil der hessischen Steuergelder schwer kontrollieren lässt, das sagt uns nicht nur der Rechnungshof. Der beste Beweis dafür ist, dass Sie 13 Monate gebraucht haben, um einigermaßen zusammenzukriegen, eine Beantwortung einer großen Anfrage, eine Beantwortung übrigens, die wie eine Riesenschildkröte Eier kleine Anfragen nach sich zieht ohne Ende, weil vieles nicht geklärt ist. Deswegen finde ich, dass Sie auch uns ein bisschen Danke sagen können, dass wir Sie dazu gebracht haben, sich mal um das ganze Geld zu kümmern, was da in irgendwelchen Kassen ruht. Also, um das klarzumachen und weil wir das nachher wieder hören werden, was die Stiftungen alles Tolles machen. Wir reden hier, oder ich rede hier, eigentlich überhaupt nicht, bis auf eine Ausnahme vielleicht, über die inhaltlichen Zwecke der Stiftung. Wir setzen mal voraus, die sind alle gut und richtig. Die Frage allerdings ist, ob eine Stiftung immer der beste Weg ist, sowohl inhaltlich als auch finanziell, um die Zwecke zu erreichen, die man erreichen möchte. Und da ist die Landesregierung in ihrer Argumentation in den letzten Jahren etwas eingeschränkt worden. Also, ich habe ja ehrlich gesagt geglaubt, als wir kritisiert haben, dass diese Zustiftungen durch Dritte gar nicht kommen bei der Herzensangelegenheit des Herrn Ministerpräsidenten der Stiftung Miteinander in Hessen. Ich habe ja tatsächlich geglaubt, die Landesregierung hat sich nur geirrt und hat sich vielleicht nicht die Mühe gemacht, das mal genau zu eruieren, was immer der Rechnungshof fordert, mal eine Wirtschaftlichkeitsprüfung zu machen. Aber das stimmt ja gar nicht. Die Landesregierung hat es ja gesehen an der Performance aller ihrer Stiftungen von vorher, dass es keine Zustiftung durch Dritte bei Landesstiftungen gibt. Wenn es überhaupt mal welche gibt, ich will es ja nicht verschweigen, dann sind das unter 1%.
Also kann man sich fragen, was war das damals? Inkompetenz oder Falschaussage? Das kann ich nicht entscheiden. Ja, das kann man dann selbst entscheiden. Das zweite Argument für die Stiftung, die immensen Zinsgewinne, das können wir sowieso vergessen. Damit bleibt noch eins übrig, Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit. Das wird auch hier explizit genannt. Also, man will es ein bisschen fernhalten vom Haushaltsgesetzgeber oder einer wechselnden Regierung. Man will es auf Ewigkeit anlegen. Dass das nicht geht, wissen wir auch. Da komme ich später noch drauf. Was interessant ist, als die Anfrage endlich beantwortet war, gab es eine Pressemitteilung der Landesregierung. Und da war komischerweise die Hälfte der Stiftung Miteinander in Hessen gewidmet. Danach hatten wir zwar auch gefragt, aber nach über 20 anderen Stiftungen hinaus. Aber die Herzensangelegenheiten des Ministerpräsidenten bedurfte offenbar einer genaueren Erläuterung. Da wurde auch manchmal einiges erklärt. Und die Herzensangelegenheit der Landesregierung ist es ja auch, die es nicht versäumt, in jedem ihrer Geschäftsberichte zu beklagen, dass diese neugierigen Abgeordneten sie immer mit Anfragen bei ihrer Arbeit stören würden. Ich habe das mal mit jemandem vom Rechnungshof gesprochen. Die wollten das gar nicht wahrhaben. Ich habe gesagt, Sie können es in jedem Geschäftsbericht lesen. Und was die FDP hat ja auch eine interessante kleine Anfrage gestellt. Die gleichen Informationen hatten wir auch, dass man erst einmal ein Rechtsgutachten einholen wollte, ob man den Abgeordneten überhaupt antworten muss. Das wurde allerdings von der Landesregierung verneint. Man erfährt wenig von den Stiftungen. Da gibt es Vorstände. Da komme ich wieder auf die Stiftung Miteinander in Hessen leider. Vorstände, die auch Geschäftsführer sind, wobei durch die Wege bei der Kontrolle halt nicht so weit sind. Man kontrolliert sich selbst. Und dann gibt es Kuratorien. Und da kann ich Ihnen sagen, sind wir gebeten worden, doch auch ein Mitglied für das Kuratorium der Stiftung Miteinander in Hessen zu benennen. Und wir haben natürlich, meine Damen und Herren, eins unserer langmütigsten, gutmütigsten und diplomatischsten Fraktionsmitglieder dorthin gemeldet. Komischerweise haben wir nie wieder etwas gehört. Irgendwie muss der Name Günther Rudolph doch wie ein rotes Tuch gewirkt haben. Herr Hahn wird es uns vielleicht erklären können, das Kuratorium hat gar nicht getagt oder so anderthalb Jahren oder so. Aber das kann ich nicht beurteilen, wie gesagt, jedenfalls bei dieser Herzensangelegenheit, da gibt es ab und zu mal eine Erläuterung, während man bei anderen Sachen ja nur staunen kann. Also man wundert sich zum Beispiel doch über das Verhältnis der Personalkosten zu den Erträgen. Über die Hälfte der Stiftung, das muss ich auch sagen, kommt mit unter 20%, sogar unter 10% aus. Teuer, Stiftung Miteinander in Hessen, Kloster Eberbach 49%, Europäische Akademie der Arbeit an der Universität Frankfurt 65%, Sporthilfe Hessen 50%. Das sind jeweils die jüngsten Zahlen. Jetzt fragen wir uns, die das lesen, warum kann die Sporthilfe im Jahr 2013 110% ihrer Erträge und 2014 sogar 225% ihrer Erträge für Personalkosten ausgeben. Ich hoffe, der Herr Minister wird da ein paar erläuternde Worte haben. Nicht gekommen ist es aus Zuwendungen des Landes Hessen, steht in der Anfrage. Nicht gekommen ist es aber auch durch Angriff des Kapitals. Also bleiben ja nur die Förderer wie die Sparkassen, Glücksspirale oder Lotto Hessen. Aber das werden wir ja vielleicht gleich erfahren. Wichtige Aufgaben werden manchmal in obskure Stiftungen verschoben.
Wir werden gleich ja noch die große Anfrage zum ländlichen Raum hören. Und der ländliche Raum wird auch von einer Stiftung bearbeitet, mit Personal, das zwischendurch aussteigt, mit vollkommen neuen Sachverhalten, mit Leuten, die lange warten müssen, mit der Arbeit, die eigentlich ein Berliner Institut macht. Und das heißt am Ende Land mit Zukunft. Und das ist Ihre Lösung für den ländlichen Raum. Das ist eigentlich auch sehr traurig. Frau Alex, sehr zu unser aller Missfall muss ich Sie auf die Redezeit hinweisen. Oh, dann will ich mich beeilen. Also im Laufe des kommenden Herbstes wird der Landesrechnungshof die Stiftung gründlich prüfen. Wir werden dann entscheiden, welche inhaltlich weitergeführt werden können und welche sich rechnen. Eine SPD-geführte Landesregierung wird nach dem 18. Oktober Schluss machen mit 19 Jahren Nebenhaushalten, Verschwendung und Intransparenz. Sie werden stiften gehen, und wir werden die Ärmel ganz weit hochkrempeln müssen. Und darauf freuen wir uns. Danke, Frau Alex. Damit uns keine Fake News vorgeworfen werden, wir haben hier oben 28. Oktober gehört. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Heinz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir müssen der SPD-Fraktion dankbar sein, dass sie diese Große Anfrage hier noch auf die Tagesordnung gebracht hat. Es gibt Gelegenheit, über ein erfreuliches Thema für alle zu sprechen. Hessen ist ein Land der Stiftungen und der Stifter. Das kann man an dieser Stelle zunächst einmal festhalten. Bevor ich jetzt auch auf Frau Alex natürlich gerne eingehe, will ich einmal ganz vorab festhalten, im vergangenen Jahr wurden hessenweit 73 neue Stiftungen gegründet. Im Jahr davor waren es 60 Neugründungen. Und inzwischen haben wir die stolze Zahl von über 2.000 Stiftungen in Hessen. Zu dem Stand, zu dem das abgefragt wurde, waren es genau 2029. Aber vermutlich sind es inzwischen schon wieder ein paar mehr. Und damit kann man sagen, Hessen hat eine Spitzenposition als Stiftungsland oder in Flächenländern. In keinem Flächenland ist die Stiftungsdichte so hoch wie bei uns. Auf 100.000 Einwohner kommen in diesem Land 33 Stiftungen. Und diese Stiftungen, die haben ein hervorragendes Engagement für unser Gemeinwesen, leisten Großartiges, entweder als Bürgerstiftung. Kirchengemeinden haben Stiftungen gegründet, um ihre Gemeindearbeit nachhaltig sicherzustellen. Und in vielen anderen Bereichen sind diese Stiftungen tätig. Und allen, die dort tätig sind, gilt ein ganz besonderer Dank von dieser Seite. Aber das sind nicht die 99% der Stiftungen, die Sie im besonderen Maße interessieren. Sie sprechen vor allem über die gut 20, Stiftungen, die das Land entweder gegründet hat oder in denen es in erheblichem Maße beteiligt ist. Also halten wir mal fest, es gibt 99% der Stiftungen, die sind durch bürgerschaftliches Engagement entstanden, durch Unternehmen und durch andere. Aber Hessen, das ist richtig, ist auch selbst Stifter und an Stiftungen beteiligt. Und dieses Engagement, das wurde von Frau Alex angesprochen schon, das begann auch schon vor der Gründung des modernen Hessens und wurde danach dann weiter intensiviert. Ich möchte nur einige herausgreifen, und das, wenn Sie das sehen, ist es auch politisch unverdächtig, weil sich es über verschiedene Zeiten erstreckt. Als Beispiele: Die Hessische Kulturstiftung wurde im Jahr 1970 gegründet, die Stiftung Hessischer Naturschutz im Jahr 1978, die Stiftung Kloster Eberbach im Jahr 1997. Und da können sich alle gemeinsam freuen. Das war noch in Ihrer Regierungszeit. Aber wir freuen uns trotzdem, dass wir sie haben. Sie erhielt sogar 2015 den Preis für gute Stiftungsarbeit des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Auch ein großes Erfolgsmodell. Dann ging die Gründung weiter. Ich nenne nur exemplarisch 2001 die Hessen-Stiftung Familie hat Zukunft, 2004 die Stiftung Flughafen Frankfurt-Rhein-Main, die sich hier in dieser Region sehr stark engagiert, in besonders betroffenen Kommunen, die Stiftung Johann Wolfgang Goethe-Universität, ein bundesweites Novum damals, auch ein Erfolgsmodell, wenn man den Weg der Johann Wolfgang Goethe-Universität in den letzten 10 Jahren sich anschaut, die von zum Teil mäßigen Werten bei Rankings in vielen Bereichen in den Spitzenbereich vorgedrungen sind. Und aus dieser Wahlperiode greife ich noch exemplarisch heraus die Stiftung Hessischer Tierschutz, die im Jahr 2015 gegründet wurde.
Was kann man daraus sehen? In den unterschiedlichsten politischen Konstellationen wurden in diesem Land Stiftungen aus Mitteln des Landeshaushalts gegründet. Die Gründung von Stiftungen war auch zu allen Zeiten immer ein Ausdruck von politischem Gestaltungswillen, egal wer gerade regiert hat und die Mehrheit hier in diesem Haus hatte. Es war politischer Gestaltungswillen, und es ist häufig auch im Zusammenhang, das kann man, glaube ich, festhalten, von gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen und auch langfristigen Entwicklungen zu sehen. Man kann an dieser Historie schön erkennen, eigentlich, wo auch ein besonderer politischer Fokus in dem jeweiligen Jahr oder in dieser jeweiligen Wahlperiode drauf lag. Und die jeweils damals Verantwortlichen haben sich dann entschlossen, durch Gründung einer Stiftung eben diesen politischen Gestaltungswillen nicht nur in dieser Wahlperiode, sondern darüber hinaus, soweit es möglich ist, fortzusetzen. Und wenn wir auch noch in die jüngere Vergangenheit zurückgehen, möchte es auch, wenn es eben schon behandelt wurde, auch die Erfolge schon angesprochen wurden, der Landesstiftung Miteinander in Hessen, auf die können wir, glaube ich, ganz besonders stolz sein. Sie geht auf eine Initiative des Ministerpräsidenten Volker Bouffier zurück. Und das Ziel dieser Stiftung, glaube ich, das verdient ganz besondere Anerkennung. Ziel ist es, den Gemeinsinn und das Miteinander in Hessen zu stärken, Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen bei Projekten und Vorhaben zu unterstützen. Und diese Landesstiftung unterstützt nicht nur die Bürgerinnen und Bürger direkt, sondern auch gerade andere Stiftungen im privaten Bereich durch die Stiftungstage in ganz Hessen. Dort können sich auch künftige Stifterinnen und Stifter informieren und austauschen und bemerken. Gestatten Sie mir vielleicht die persönliche Anmerkung. Ich war auch einige Jahre ehrenamtlich in einem Stiftungsbeirat bei mir zu Hause in der Gemeinde. Und auch damals sind dort die Verantwortlichen, haben an den Veranstaltungen hier teilgenommen. Ich glaube, es war eine große Bereicherung und auch ein Mehrwert. Und dann fand ein Austausch statt. Darauf können wir ganz besonders stolz sein. Wenn wir jetzt gerade in die allerjüngste Historie schauen, dann hat sich die Stiftung Miteinander in Hessen auch besonders verdient gemacht im Umfeld der sogenannten Migrations- oder Flüchtlingskrise. Es gab damals die Übernahme der erfolgreichen, ursprünglich vom Hessischen Rundfunk ins Leben gerufenen Online-Plattform People Like Me zur Vermittlung von Hilfsangeboten. Man kann festhalten, auch bei dieser großen gesellschaftlichen Fragestellung hat diese neue Stiftung, die durch Volker Bouffier initiiert wurde, dann auch Großes leisten können, schnell und unbürokratisch in vielen Fällen. Und die Anschubphase dieser Landesstiftung, die Sie ja etwas kritischer betrachtet haben als wir, die ist mittlerweile beendet. Die Verwaltungskosten werden und wurden reduziert und werden auch noch weiter reduziert in der Zukunft. Diese Landesstiftung ist ein Dienstleister im besten Sinne für die Menschen in Hessen und für alle, die in unserem friedlichen und erfolgreichen Zusammenleben teilhaben wollen. Von daher kann, wenn man das alles zusammenbindet, kann ich nur festhalten, Landesstiftungen, die leisten genau wie die 99% privaten Stiftungen in unserem Land einen sehr wichtigen Beitrag für unser Gemeinwesen. Und diese Regierungskoalition wird sich auch künftig dafür einsetzen, dass die Stiftungen weiterhin vernünftige Rahmenbedingungen vorfinden. Dazu zählt unter anderem auch der Verzicht darauf, den Realwert des Stiftungskapitals als Maßgabe im Stiftungsrecht zu verankern. Das wäre in dieser Niedrigzinsphase sicherlich auch schwierig. Wir wollen aber, dass die Stiftungen gut durch das aktuelle Zinstief kommen. Wir wollen sie als Land und als Koalition wollen wir sie weiter unterstützen und auch beraten, gerade durch die Stiftung Miteinander in Hessen. Und wir gehen eben gerade, wenn ich an Ihren Schluss anknüpfe, Frau Alex, wir gehen nicht stiften, sondern wir wollen den Stiftungen und allen Stiftungen, den 99% privaten und den 1% Landesstiftungen eine gute Zukunft ermöglichen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass diese Stiftungen alle gemeinsam, die über 2000, die wir in Hessen haben, zum guten Miteinander und Zusammenleben in unserer Gesellschaft beitragen, einen wertvollen Beitrag dazu leisten. Hessen soll ein Land der Stiftungen und der Stifter bleiben, das bürgerschaftliches Engagement im besten Sinne. Und wenn in einem kleinen Bereich das Land Hessen dazu auch einen wichtigen Beitrag leistet auf einigen Feldern, dann unterstützen wir das mit Nachdruck. Hessen kann darauf stolz sein, ein Stiftungsland zu sein. Danke, Herr Heinz. Für die linken Fraktion hat sich Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn es neben den Leuchttürmen ein Lieblingsprojekt der hessischen CDU zu geben scheint, dann scheint es wohl die Einrichtung von Stiftungen zu sein. Und das Tragische an der Sache ist, in mindestens einem Fall ist das Thema Leuchtturm und Stiftung auch in fataler Weise miteinander verknüpft,
Dazu werde ich in den nächsten Minuten auch noch einmal etwas sagen. Die Tätigkeit einzelner Stiftungen, das wird auch niemand bestreiten, das ist oft für sich betrachtet erst einmal keine schlechte Sache. Stiftungen, die sich für die Förderung von jungen Menschen engagieren, für die Förderung von kulturellen Einrichtungen oder die sich für die Unterstützung der Integration von Geflüchteten engagieren, die alle leisten zweifelsohne eine inhaltlich, gesellschaftlich wichtige und förderungswürdige Arbeit und entsprechende Aufgaben. Nichtsdestotrotz erlauben Sie mir noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen zum Stiftungswesen. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wächst der Einfluss von Stiftungen. 1999 gab es rund 8.000 Stiftungen, heute sind es über 20.000. Die Zahlen, die von der CDU referiert worden sind zu den Stiftungen in Hessen, gehen ja in eine ähnliche Richtung. Davon haben über 90% den Status gemeinnützig. Im Jahr 2008 besaßen sie ein Gesamtvermögen von 70 Milliarden €. Inzwischen sind es über 100 Milliarden €. Jetzt könnten einige sagen, das ist aber erfreulich. Aber dieses Stiftungswesen und diese Zahlen die bergen auch Gefahren. Denn die genannten Zahlen dokumentieren eine Verschiebung von Einfluss und Macht weg von staatlichen und demokratischen Einflussprozessen hin zu den Interessen und Wünschen von Privaten, ja auch von Wohlhabenden und auch von Unternehmen. Und wer stiftet, der zahlt auch weniger Steuern. Aktuell bekommt jeder, der einer Stiftung Geld zuwendet, etwa die Hälfte vom Finanzamt zurück. Und damit nicht genug. Über die Stiftung ist es dem Stifter auch möglich, einen großen privaten Einfluss über gesellschaftliche Fragen auf- oder auszubauen. Er kann dann angesichts seines eigenen Vermögens und der Tatsache, wie viel Geld er denn zu geben in der Lage ist, darüber entscheiden, in welchen kulturellen, sozialen oder aber auch bildungspolitischen Bereichen Mittel veranschlagt werden. Das heißt, es liegt dann im Einfluss des Stifters, wohin das Geld fließt, und eben nicht mehr öffentlichen politischen Entscheidungsgremien. Und dass Sie als FDP sich darüber freuen, weil Sie eine Klientelpolitik für die Vermögenden und Reichen in diesem Land machen, das kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte aber nicht, dass Reiche und Vermögende mit ihrem Einfluss darüber entscheiden, welche gesellschaftlichen Aufgaben finanziert werden. Deswegen sprechen kritische Beobachter auch von einer Zitat Refeudalisierung der Gesellschaft oder aber auch Zitat von einem steuersubventionierten Demokratieabbau. Und ich kann dieser Entwicklung nur eingeschränkt und sehr, sehr eingeschränkt etwas Positives abgewinnen. Ich glaube, dieser Trend der müsste gesellschaftlich umgekehrt werden, meine Damen und Herren. Und dass sich Hessen in einem ziemlich erheblichen Umfang an diesem System des Stiftungswesens beteiligt, das zeigt die Antwort auf die Große Anfrage der SPD doch recht deutlich. Und ich finde es gut, dass die SPD ein wenig Licht ins hessische Stiftungsdunkel gebracht hat. An also insgesamt 25 Stiftungen in und außerhalb Hessens ist das Land mit Stiftungskapital beteiligt, Herr Hahn. Sicherlich, das habe ich schon gesagt, darunter sind einige, deren Ziele auch gut und wichtig zu erachten sind. Trotzdem stellt sich die Frage, warum müssen denn dafür Stiftungen gegründet werden? Selbst der Hessische Rechnungshof, das wissen Sie ja viel besser als ich, weil Sie länger dabei sind, der hat festgestellt, dass diese Stiftungen, Zitat, nicht immer wirtschaftlich seien. Das müsste bei Ihnen doch die Alarmglocken schrillen lassen. Betriebswirtschaftliche Perspektiven werden ja sonst von Ihnen auch sehr hochgeschrieben. 2015, und jetzt kommen wir zu der fatalen Verbindung von Stiftungen und Leuchtturmprojekten. 2015 kritisierte der Rechnungshof, dass beispielsweise die von Behring-Röntgen-Stiftung, die nach der Privatisierung unseres Universitätsklinikums Gießen und Marburg gegründet worden ist, ihre eigenen Mehrkosten nicht erwirtschaftet, also betriebswirtschaftlicher Unsinn sind, dass das Stiftungsvermögen verlustreich angelegt worden sei und dass es im Ergebnis nicht mehr, sondern weniger Mittel für die Förderung von Forschung und Lehre vorhanden sind. Und in der uns nun vorliegenden Antwort auf die Große Anfrage der SPD
wird zudem noch vermerkt, dass das Stiftungskapital seit der Gründung real nicht erwirtschaftet werden konnte. Also, wenn es noch einen Beleg dafür gebraucht hätte, dass dieser Stiftungsgründung Irrsinn ist, dann ist das am Beispiel der Behring von Röntgen Stiftung deutlich geworden. Und an der Stelle will ich auch noch einmal sagen, die beste Form der Förderung von Forschung und Lehre am Uniklinikum Gießen und Marburg, das wäre doch übrigens gewesen, dass man dieses Klinikum gar nicht erst verkauft. Und heute wäre die beste Form der Förderung von Forschung und Lehre, nach Wegen zu suchen, das Klinikum wieder in öffentliches Eigentum zu überführen. Das wäre gut für Forschung und Lehre, das wäre gut für Patienten und Beschäftigte, und dann bräuchte man auch keine Stiftung. Man kann also getrost feststellen, dass seitens der Landesregierung neben bereits genannten Steuerausfällen, die durch Stifter entstehen, darüber hinaus ein hoher Beitrag an Fördermitteln schlicht zum Fenster hinausgeworfen wird, mindestens mal seine Ziele und Zwecke nicht erfüllt. Deswegen spricht der Landesrechnungshof auch völlig zu Recht von, Zitat, demokratisch nicht immer legitimierten Nebenhaushalten. Und deshalb ist es an der Zeit, dieses System, dass die Politik mit Stiftungen Nebenhaushalte schafft, die sowohl intransparent sind, die steuermindernd wirken, dass das endlich beendet wird, mindestens mal aber deutlich eingeschränkt werden muss. Und wenn man das tun würde, würde man auch noch einen weiteren Nachteil aufhalten, nämlich dass es, wie die Kolleginnen und Kollegen von der SPD angemerkt hat, ganze 13 Monate dauert, bis große Anfragen beantwortet werden, auch mit dieser Unsitte könnte man aufhören. Also, die steuerliche Förderung von Stiftungen müsste zurückgefahren werden. Stiftungen müssten gezwungen werden, ihre Bilanzen offenzulegen. Besser aber wäre es, Stiftungen aufzulösen und die Stiftungsmittel in die öffentlichen Haushalte zurückzuholen. Nichts von dem, was in den zahlreichen genannten Stiftungen in der Antwort der Landesregierung steht, könnte nicht auch direkt vom Land selber geleistet werden und wäre demokratisch und transparent nachvollziehbar. Danke, Herr Schalauske. Ich schaue einmal in den Kreis der Landesregierung, wer reden möchte. Niemand. Dann sind wir am. Herr Hahn, bitte geben Sie mir doch einen Zettel, dann kann ich Sie aufrufen. Zur Geschäftsordnung, Herr Rudolph. Möchte ich nur bitte wissen, wer von der Landesregierung für den Bereich jetzt zuständig ist? Stiftung, okay. Ja, ich wollte nur wissen, weil bisher hat das der Wintermeyer gemacht, aber gut. Ja, ist gut, alles gut. Das haben wir jetzt geklärt und ich bekomme eine Wortmeldung von Herrn Dr. H.C. Hahn und erteile ihm das Wort. Aber bitte wirklich, das meldet euch doch einfach. Ach, Frau Wissler, Sie sind jetzt so gut drauf, habe ich das Gefühl. Irgendwie, Tag läuft nicht so gut für Sie, und deshalb müssen Sie dauernd irgendwie etwas abgeben. Herr Präsident, Herr Dr. Wilken, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich muss gestehen, dass ich eben sprachlos war über den Vortrag des Kollegen Schalauske, und zwar aus einem Grund. Hören Sie doch jetzt einfach einmal zu. Sie haben so viele Sachen durcheinander gebracht, dass man gar nicht mehr weiß, was Sie eigentlich sagen wollten. Sie haben alles so zusammengerührt, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was Sie wollen. Also, ich habe das Gefühl, Sie wollen, dass Stiftungen abgeschafft werden. Aber Sie differenzieren nicht davon, was der Kollege Heinz ja vollkommen zu Recht gemacht hat, dass es 99% der Stiftungen in Hessen gibt oder dass 99% der in Hessen vorhandenen Stiftungen private Stiftungen sind. Die haben mit dem Landesrechnungshof überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts. Doch, das haben Sie eben gesagt. Dann lesen Sie einmal die Rede vor, die Sie vorgelesen haben. Dann lesen Sie einmal die Rede, durch, die Sie vorgelesen haben. Das ist ja total irre. Sie haben nämlich im selben Satz dann auf einmal von Steuermindern gesprochen. Die 1%-Stiftung des Landes Hessen haben mit Steuerminderung aber mal gerade überhaupt nichts zu tun. Und trotzdem haben Sie das in einen Topf geworfen. Sie haben dreimal rumgerührt. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird deutlich, dass DIE LINKE in diesem Hause, und damit höre ich dann auch auf mit den LINKEN, ganz offensichtlich private Stiftungen nicht wollen, dass sie sie enteignen wollen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist dann für Sie Demokratisierung. Nein, das ist, Frau Wissler, Sie müssen einfach der
dann reden Sie vernünftig. Dann reden Sie vernünftig. Ich habe Ihnen zugehört. Er hat ein Durcheinander erzählt, das Sie selber nicht verstanden haben. Und Ihre Zwischenrufe helfen Ihnen jetzt nicht weiter. Also ich würde sagen, die Linken sollen mal bei Null anfangen und sollen erstens differenzieren. Ja, es gibt private Stiftungen. Man kann sich darüber erregen, ob es diese gibt oder nicht. Ja, es gibt private Stiftungen in unserem Lande, und zwar schon lange vor der Gründung des Landes Hessen, die in diesem Land sehr viel Gutes gemacht haben. Ich erinnere nur daran an das Krankenhauswesen in Frankfurt am Main. Ich erinnere nur an die Universität in Frankfurt. Und ich könnte jetzt auch noch an viele andere Dinge erinnern, wo sich das Bürgertum im 18. und 19. Jahrhundert insbesondere verpflichtet gefühlt hat, einen Teil seines privaten Einkommens für die Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Und das nennt man Stiftung. Und das finden wir Liberale richtig gut. Das finden wir richtig gut. Ja, und es gibt auch Stiftungen bei diesen 99%, die gegründet werden, um Unternehmen zu erhalten. Und ja, es gibt bestimmt auch bei den 99% das ein oder andere Prozent, die das auch machen, um steuerliche Erleichterungen zu bekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darüber kann man sich streiten. Man kann möglicherweise, wenn man das nicht gut findet, auch die Steuergesetzgebung anpassen. Ich jedenfalls finde es gut, dass private Unternehmen Arbeitsplätze dadurch schaffen, dass sie in Stiftungen übertragen werden. Ich finde es gut, und ich glaube, die Mehrheit in diesem Hause findet es auch gut. Also jetzt lassen wir das Thema mit dem Privaten. Das ist die Mehrheit, hat nur überhaupt nichts. Und das verstehe ich überhaupt nicht, Ihren Ansatz, Herr Schalauske. Sie hätten wirklich mal vorher das lesen müssen, was Sie da vorgeschrieben bekommen haben. Dann hätten Sie gemerkt, dass irgendein Referent das irgendwie ein bisschen Asch durcheinander gebracht hat. Das hat nämlich überhaupt nichts mit der großen Anfrage zu tun. Null. Null. Die trifft ausschließlich das 1%. Kollege Heinz hat sie auch versucht, ein bisschen auszubüchsen, damit er nicht so lange über das 1% reden muss. Aber es ist ja wirklich nur das 1%. So, und da kann man sich jetzt auch wieder streiten, inhaltlich, nicht ideologisch. Ich finde, eine Vielzahl der Stiftungen, die hat alle Kollege Heinz vorhin vorgetragen, die der Staat als Stifter und oder als Organisator weiterhin betreut, sind gut, sind wichtig für unser Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sprudelhof Bad Nauheim, fragen Sie einmal Ihre Parteifreunde vor Ort in Bad Nauheim, was die davon halten. Die finden das super klasse, weil das Land Hessen eine finanzielle Verantwortung übernommen hat bei dem Abbau der Staatsbäder und gesagt hat, aber diesen Sprudelhof, dieses besondere Juwel des Jugendstils, da sehen wir weiterhin Verantwortung und haben mich jetzt bitte nicht genau korrigieren, zwischen 40 und 50 Millionen Euro Landesgeld in die Hand genommen. Und natürlich wird das dann auch weiterhin benutzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, weil ich war 5 Jahre lang die Aufsicht davon, Resozialisierungsfonds für Straffällige, eines der vernünftigsten Einrichtungen, die wir im Bereich der Resozialisierung in Hessen haben. Das ist ganz bewusst eine Stiftung gemacht worden, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit man aus den staatlichen Organisationsstrukturen herauskommt. Hat nichts mit Zustiftungen zu tun. Da komme ich gleich dazu. Diese Stiftung macht eine geräuschlose Arbeit und hat, die Justizministerin ist jetzt nicht da, Herr Staatssekretär weiß es vielleicht, ich glaube, mich zu erinnern, mindestens 2.500 Menschen, die straffällig geworden sind, die auch in Haft gesessen haben, einer Entschuldung zugeführt. Das ist doch eine klasse Leistung. Wie kann man denn dagegen rumpolemisieren? Wie kann man denn dagegen auch nur ansatzweise etwas haben? Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch bei den staatlichen Stiftungen unterscheiden, was ist Sinn und Zweck, wozu hat man es gemacht? So, jetzt kommen wir zu dem Zauberwort. Sie merken, ich bin bei dem 1%, jetzt vielleicht, also bei der großen Menge jetzt auf einmal 1%, vielleicht wiederum nur bei 5%. Kommen wir zu dem Thema, und da hat Frau Alex vollkommen recht, dass sie das hier eingeführt hat, Zustiftung. Es gibt eine Reihe von staatlichen Stiftungen, und ich darf es noch einmal wiederholen, ich war dabei, als die Landesstiftung Miteinander in Hessen gegründet worden ist. Ich weiß um die Argumente, die damals gesucht und gefunden worden sind, warum man diese Stiftung macht, weil man nämlich zusätzlich zu dem Landesgeld noch private oder wie auch immer geartete, jedenfalls nicht staatliche Zustiftungen haben wollte. Von anderen Stiftungen, von privaten, von wem auch immer. Das war der Grund, einer der Gründe, warum diese Landesstiftung Miteinander gegründet worden ist als Stiftung.
Dass man das unterstützt, glaube ich, ist auch wiederum unstreitig, sondern die Organisationsform ist wichtig. So, Sie merken, es bringt nichts, Herr Schalauske, alles in einen Topf zu werfen und ein bisschen mit dem darum zu rühren, sondern man muss schon ganz differenziert sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich hoffe, dass das bei der nächsten Diskussion über Stiftung noch in dieser Legislaturperiode auch bei den LINKEN der Fall ist. So, und dann kommen wir zum Landesrechnungshof. Der Landesrechnungshof hat im Zusammenhang mit der Stiftung Miteinander in Hessen, aber nicht nur im Zusammenhang mit dieser Stiftung, gefragt, kann das Land Hessen, wenn es alleiniger Finanzier, Sie alle sehen auch fürs Protokoll, ich mache da Gänsefüßchen oben und unten, der Stiftung vorhanden ist, kann man das auch günstiger organisieren? Muss man dann den Aufwand noch haben, den eine Stiftung selbstredend hat? Sie braucht eine Geschäftsführung und. Kann man das nicht auch anders organisieren? Und da hat der Landesrechnungshof gesagt, jedenfalls bei Miteinander in Hessen kann man es anders organisieren, weil nämlich das Ziel, Zustiftungen zu bekommen, in den letzten 5, 6 Jahren, keine Ahnung genau, wann die Stiftung gegründet worden ist, bisher nicht erfüllt wurde. Also, Sie merken, immer weiter differenzieren, immer weiter abschichten, und dann kommt man doch tatsächlich zum Landesrechnungshof. Und deshalb haben wir Freie Demokraten auch seit anderthalb Jahren immer wieder auch von diesem Pult aus gesagt, die Stiftung Miteinander in Hessen gehört wieder aus der Organisationsstruktur einer Stiftung heraus, weil sie kostet nur zusätzlich Geld. Sie kostet nur zu. Ach, Herr Schalauske, ich lasse es einfach. Ich habe das Gefühl, ihr seid dort alle irgendwie nicht gut drauf. Muss irgendwas bei den LINKEN passiert sein gerade, sodass ihr nicht mehr richtig rational zuhören könnt, geschweige denn reden könnt. Nein, das hat mit dem Präsidenten nichts zu tun. Herr Dr. Wild, das würde ich nie tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und jetzt lassen Sie mich noch ein Letztes zum Thema Stiftung Miteinander in Hessen sagen. Vielen Dank für die Landesregierung, dass sie es in weniger als 2 Monaten geschafft hat, auf eine Kleine Anfrage von mir, die am 20.12. herausgegeben worden ist, bereits am 7.2. zu antworten. Sie merken, das war ein bisschen zynisch gemeint, weil Sie mussten sich ja eh mit dem Thema beschäftigen. Also sozusagen ein Abfallprodukt der Beantwortung der Großen Anfrage von Frau Kollegin Alex und anderen. Meinen Sie denn wirklich, dass es klug ist, dass man in dieser Antwort so tut, als wenn die Fragen blöd sind? Also, ich will ja jetzt nicht frech sein, weil dann müsste mich der Kollege, müsste mich der Präsident rügen. Aber liegen wir denn wirklich so falsch in der Wahrnehmung, dass die Geschäftsführung dieser Stiftung die Landesregierung gefragt hat, ob man nicht ein Recht, dieses Gutachten in Auftrag geben soll, ob man diese Fragen überhaupt beantworten muss? Und zwar nicht nur unsere Fragen, sondern die Fragen von Frau Alex und der SPD vorneweg. Liegen wir denn wirklich so falsch? Also, ich würde jetzt keine Wette eingehen, weil das macht man nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, Punkt, Punkt, Punkt. Und das liegt, meine sehr verehrten Damen und Herren, an der Organisationsstruktur dieser Stiftung. Ich bin seit 2,5 Jahren nicht mehr einverstanden damit, was da läuft. Und Herr Wintermeyer weiß das. Herr Hahn, kommen Sie auch nichts mehr statt. Zum Schluss. Ja, es findet ja auch nichts mehr statt. Deshalb Ihre Anregung oder Ihre Unterstellung vollkommen richtig. Der von mir sehr geschätzte Kollege Rudolph kann da gar kein Durcheinander machen, weil es gibt gerade keinen Termin, um Durcheinander zu machen. Es ist irgendwie gerade nichts da. Ja, ihr macht gerade einen Termin aus. Dann ist gut. Okay. Herr Hahn, kommen Sie bitte zum Schluss. Wintermeyer und Rudolph machen gerade einen Termin aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Stiftungen sind etwas Hervorragendes, etwas Bürgerschaftliches. Sie müssen erhalten bleiben. Es gibt bei Landesstiftungen den einen oder anderen Ausreißer, und den müssen wir begradigen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Hahn. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Kaufmann zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Große Anfrage der SPD zum Thema Stiftungen wurde von der Kollegin Alex her, und ich hatte mich richtig darauf gefreut, auf den Vortrag, eher hier heute, nehmen Sie es mir nicht übel, unter Wert verkauft. Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern wir freuen uns auch auf einen Vortrag zum Thema Stiftungen der Kollegin Alex. Und wir dachten, es wäre erneut eine Bewerbung um den Kleinkunstpreis in Sachen Satire. Indes
Frau Kollegin, das letzte Mal im Januar letzten Jahres war es deutlich besser. Da hatten Sie mehr zu sagen. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Sie haben sich im Wesentlichen darüber beschwert, dass die Beantwortung zu lange gedauert hat. Dem kann man im Prinzip nicht widersprechen, vor allem dann nicht, wenn man weiß, verehrte Kollegin Alex, dass die meisten Fragen Sie gar nicht hätten stellen müssen. Ein Blick in den jährlich erscheinenden Geschäftsbericht des Landes und der da hervorragend ausgedruckten Anlage würde Ihnen einen Gesamtüberblick über die Stiftung des Landes mit all den Fragen, was die Quantitäten angeht, durchaus beantworten. Dann, warum es so lange gedauert hat, habe ich nicht zu beantworten, verehrter Kollege Hahn. Es kommt vielleicht noch, aber es könnte sein, dass ein Teil der Fragen dann doch etwas weitschweifig darum gingen, wann, wer, an welcher Stelle was, wie auch noch mitgewirkt hat. Auf jeden Fall ist das ja auch gar nicht mehr das Thema gewesen. Wir haben ja erlebt, also der Kollege Hahn hat sich ja große Verdienste erworben, auch wenn er jetzt nicht zuhören mag. Herr Kollege Dr. Hahn, ich habe Sie gerade versucht zu loben. Sie haben sich große, ich wiederhole gerne, Sie haben sich große Verdienste versucht zu erwerben, indem Sie dem Kollegen Schalauske und auch der SPD, also der Linken im Hause, versucht haben zu erklären, dass nicht eine Stiftung gleich der anderen ist und dass man differenzieren muss. Indes, ich fürchte, es war vergebens. Es war vergebens, weil einfach der Grundgedanke sozusagen der Linken, die ja irgendwie ihre Wurzeln in der proletarischen Bewegung mal hatten oder immer noch haben, so abartig weit weg vom Thema des Citoyen, des Bürgerlichen ist, dass da ein gemeinsames Verständnis offensichtlich nicht zu erkennen ist. Und Herr Kollege Schalauske, Ihre sozusagen Gesamttirade gegenüber den Stiftungen hätte doch wenigstens dann vielleicht eine kleine Delle kriegen müssen, wenn Sie sich klar werden, dass es auch eine Hans-Böckler-Stiftung gibt. Und obendrein auch eine Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hat er nicht gesagt, sondern er hat erst einmal erklärt, Stiftungen sind grundsätzlich des Teufels, weil sie sozusagen den völlig falschen Ansatz haben. Und allein, wenn es dazu führt, dass diese Differenzierung jetzt endlich bei Ihnen ankommt, dass man sich darauf verständigen kann, dass es Stiftungen unterschiedlicher Art gibt, hätte der heutige Nachmittag sich fast schon gelohnt. Weil bisher hatten wir das noch nicht. Ich meine, bei der Kollegin Alex haben wir es ja erlebt. Auch die SPD hat generell ein Problem mit Stiftungen. Weil Stiftungen sind Ihnen zu individualistisch in Ihrem Handeln. Sie bevorzugen die flächendeckende Wohlfahrtsbürokratie, die sehr viel mehr schaffen kann, offensichtlich, als eine Stiftung, die natürlich in freier Entscheidungsverantwortung Engagement fördert und damit nicht jeden gleich behandelt, nicht jeden gleich behandeln kann. Aber, meine Damen und Herren, das kann auch ein Vorzug sein. Es muss nicht immer richtig sein, alles sozusagen mit den Begriffen flächendeckend und für jeden gleich viel zu bedenken, vor allem dann, wenn er im Bereich des Engagements und der Kreativität fördern will, weil da sind nun einmal nicht alle gleich. Und da ich selber ja auch die Ehre habe, in dem Vorstand einer Stiftung anzugehören zurzeit und dort mit Ihrem Parteifreund, dem Kollegen Ockel, häufig einer Meinung bin, wenn es darum geht, wie wir Förderanträge behandeln, finde ich, dass es eigentlich sehr gut ist, dass man so eine Plattform hat. Und eine solche Stiftungsplattform wird ja gut definiert. Erstens unterliegt die Tätigkeit der Stiftung immer der staatlichen Aufsicht. Die können nicht machen, was sie wollen. Zweitens, soweit wir das Land betroffen sind, definieren wir, das heißt wir alle hier im Haushaltsgesetzgeber, genau das Volumen und den Umfang, inwieweit wir uns dort engagieren wollen. Also, es kann überhaupt nicht richtig sein, dass Sie sagen, das ist alles sozusagen völlig entschwunden aus der Kontrolle der Demokratie, des demokratischen Systems in Form des Parlaments. Nein, es gibt die Möglichkeit, Ausnahmen auch Entscheidungen zu treffen, jenseits von Vergaberichtlinien, EU-Recht und was so alles sein mag, nämlich in der individuellen Beurteilung einer Reihe von ausgesuchten, auch klugen Menschen, die sich dann darauf verständigen, welche Angebote, welche Projekte man fördern will und was damit für die Allgemeinheit bezweckt werden kann. Und dass wir solche, wenn Sie so wollen, Nischen haben, finde ich gut. Man kann jetzt in jedem Einzelfall darüber nachdenken,
schauen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber dass es auch bei der SPD ja gar nicht so schlimm ist mit ihrer Ablehnung. Sie sollten sich einmal mit den Kollegen im Haushaltsausschuss austun. Wir haben in dieser Runde zum Haushaltsbeschluss einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen gehabt, nämlich Aufstockung der Mittel bei der Stiftung Natura 2000. Und, oh große Freude, auch die SPD-Fraktion hat dem Änderungsantrag zugestimmt, weil er richtig war, weil es darum ging, in dem Fall sozusagen die Vereinbarung mit den Waldbesitzern entsprechend zu verbreitern, um die Möglichkeiten, alle Anträge abzuwickeln. Auch dafür ist die Rechtsform der Stiftung ausdrücklich gewollt, weil es sozusagen ansonsten miteinander streitende Interessen zusammengebracht hat und eine gemeinsame Plattform für Entscheidungen geschaffen hat. Meine Damen und Herren, da merken Sie doch, dass man über das Thema Stiftung schon anders reden sollte, als es hier versucht worden ist, sozusagen von der linken Seite des Hauses. Und deswegen, ich weiß ja nicht, ob nächstes Jahr wieder so eine Debatte kommt, Frau Kollegin Alex, aber wir sollten uns eigentlich vornehmen, Stiftungen gut zu finden, wenn sie ihre Zwecke erfüllen. Und wenn Sie so polemisieren mit Ihren Daten und die Stiftung Universität und das Universitätsklinikum, die dreistellige Millionenbeträge umfassen, alles in einen Topf zu werfen und dann auch noch so Stiftungen, die sozusagen arbeiten, wie z. B. auch Kloster Eberbach, alles zusammenzumengen, dann zeigt es nur, dass Sie noch nicht den Schimmer einer Ahnung haben, was die inhaltliche Durchdringung dieser Thematik angeht. Und das finde ich, eigentlich sehr schade. Weil wir haben ja gelernt, ein guter Vortrag, da ist Qualität des Inhalts und Qualität der Form passen zusammen. Bei der Form haben Sie ja uns immer wieder, beeindrucken Sie uns ja immer wieder, aber es fehlt halt sehr am Inhalt und dann wird es dann doch ein bisschen schräg und das kann man nur ausdrücklich bedauern. Meine Damen und Herren, am Dienstag dieser Woche, ist also noch nicht so lange her, war in der Zeitung für die klugen Köpfe, ein Artikel Hessen stark im Stiften. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Da ist das sozusagen Gesamtfeld der Stiftungen auch erwähnt. Und da steht drin, dass Hessen auf Platz 3 im Bundesländervergleich ist, unmittelbar nach den Stadtstaaten Hamburg und Bremen, die an der Küste sozusagen noch andere Traditionen haben. Ich finde das eigentlich eher ein Grund, sich darüber zu freuen, dass wir hier in Hessen sozusagen ein durchaus aktives Stiftungsleben haben und das ja auch gerade auch in Städten wie Frankfurt, sagen wir mal, Stifter eine hohe Tradition haben. Es ist schon erwähnt worden vom Kollegen Heinz und auch, glaube ich, vom Kollegen Dr. Hahn. Aber es geht ja darüber hinaus. Wir sollten nämlich auch gerade, wenn wir immer mal wieder, manche tun das stärker als auch wir Grüne, aber immer mal wieder daran denken, an das, was christlich-jüdische Tradition in diesem Land heißen könnte. Das ist gerade, was den jüdischen Aspekt angeht und die Stiftungen, von ausgesprochen großer Relevanz. Deswegen kann ich nur davor warnen, einen billigen Gag zuliebe, gegen das Stiftungswesen in der Art, wie Sie es, verehrte Kollegin Alex, getan haben, zu polemisieren. Sie schaden damit letztendlich allen und vor allem auch der kreativen Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Das wäre sehr zu bedauern. Vielen Dank. Danke, Herr Kaufmann. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich würde sagen, mal vorneweg, weder Satire noch Klassenkampf sind angemessen bei der Besprechung einer großen Anfrage. Aber ich will Ihnen die Antwort der Landesregierung noch in ein paar wenigen Ergänzungen noch vorstellen. Die Antwort auf die Große Anfrage 19-4338 betreffend Stiftungen in Hessen. Der Fraktion der SPD gibt einen guten Überblick über das Stiftungsengagement des Landes Hessen. Von daher begrüße ich es, dass wir uns heute hier im Hessischen Landtag mit diesem Thema intensiv befassen. Wir haben mit unserer Antwort viel Transparenz über die Beteiligungen, Finanzausstattung und Zuwendungen geschaffen. Das ist ein berechtigtes Anliegen der Fragesteller und wird auch von der Landesregierung begrüßt. Die Beantwortung der Fragen hat einen großen Zeitraum in Anspruch genommen. Das ist bedauerlich, aber der fachlichen Komplexität und der großen Zahl der zu Beteiligten geschuldet. Gleichwohl, trotz der Länge der Beantwortung, sage ich allen in allen Häusern ein herzliches Dankeschön, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass wir dieses umfassende Werk nun haben.
Die Aufstellung zeigt vor allem, wie erfolgreich die Landesregierung in den letzten Jahren in ihrem Bemühen gewesen ist, Hessen zum Stifterland Nummer 1 zu machen. Herr Kollege Kaufmann und Kollege Hahn haben das ja auch schon entsprechend gewürdigt. Denn wir stehen hinter der Idee von Stiftungen. Wir machen das nicht nur durch eine Förderung guter Rahmenbedingungen und einem sehr intensiven Austausch mit den Stiftungen deutlich, sondern auch durch unmittelbares Gründungsengagement und finanziellen Einsatz. Stiftungen sind in Hessen inzwischen ein nicht mehr hinwegzudenkender Teil einer aktiven Bürgergesellschaft. Die Steuerquellen sprudeln derzeit, aber das war nicht immer so und wird, Gott sei es geklagt, vermutlich auch nicht immer so sein. Nicht nur, wenn die Leistungsmöglichkeit des Landes in schlechten Zeiten begrenzt ist, sind wir auf das ehrenamtliche Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger und insbesondere auf die gemeinnützigen Stiftungen angewiesen. Es gibt vieles, das Bürgerinnen und Bürger für das Gemeinwesen besser tun können als der Staat. Es geht aber vor allem auch darum, vorhandene Erfahrung, vorhandenes Wissen für die Gemeinschaft zu erschließen und mal völlig unabhängig von Geld, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unser Land ist auf die Tätigkeit von Stiftungen angewiesen, auf ihre finanzielle Unterstützung, aber auch auf ihr kreatives Potenzial, das sich in dieser Rechtsform weitgehend frei von bürokratischen Hemmnissen entfalten kann. Auch das möchte ich noch einmal besonders hervorheben. Die hessischen Stiftungsaufsichten bei den Regierungspräsidien betreuen derzeit über 2.000 Stiftungen. Ihre Tätigkeit erschöpft sich nicht in der Anerkennung der Stiftung und der Kontrolle ihrer Jahresabrechnung. Die Regierungspräsidien sehen sich als Partner mit einem offenen Ohr für auftretende Probleme. § 10 Absatz 1 Satz 2 des Hessischen Stiftungsgesetzes zeigt den Weg. Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass sie die Entschluss- und Verantwortungsfreudigkeit der Mitglieder der Stiftungsorgane nicht beeinträchtigt. Im März z.B. findet zum wiederholten Male der Stiftungstag des Regierungspräsidiums Kassel statt, ein Tag des Austausches, des Kennenlernens und der Anerkennung, der in der Regel gut angenommen wird. Hessen verfolgt den Stiftungsgedanken auch durch seine politischen Initiativen auf Bundesebene weiter. Auf Antrag Hessens in der Innenministerkonferenz vom 11. bis 13. Juni 2014 in Bonn haben die Länder den Bund gebeten, mit den Vorarbeiten einer großen Reform des Stiftungsrechts zu beginnen. Das Hessische Innenministerium hat sich aktiv bei den Reformüberlegungen beteiligt. Inzwischen liegt ein über 170 Seiten starker Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vom September 2016 vor, der von der Innenministerkonferenz im November 2016 in Saarbrücken zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Ein gutes Werk, auf dem man für das Stiftungsrecht in Deutschland weiter aufbauen sollte. Meine Damen und Herren, die negative Einstellung, die schon in den Fragestellungen durch die SPD hier zum Ausdruck gekommen ist, die kann ich nicht nachvollziehen. Die Stiftungen, es ist hier gewürdigt worden, leisten an vielen, vielen Stellen im Lande Herausragendes, und dafür sind wir dankbar. Ich finde es unangemessen, schon alleine über die Fragestellung einen solchen negativen Einschlag hier zu bringen. Auch die Geschichte der Bundesrepublik kennt bedeutende und von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragene Stiftungsgründung. Es würde den Rahmen sprengen, diese hier aufzuzählen. Aber ich erinnere z.B. an die Gründung der Stiftung Warentest im Jahr 1964 durch die Bundesregierung unter Ludwig Erhard oder die Berliner Philharmoniker, die seit 2002 als Stiftung des öffentlichen Rechts in der Trägerschaft des Landes Berlins organisiert ist, oder hier im Lande die bedeutende Hessische Kulturstiftung, die 1988 in der Regierungszeit Walter Wallmanns errichtet wurde. Und damit sich, Herr Kollege Schmidt, es ist ja gut, und damit sich die SPD in dieser Tradition öffentlicher Stiftungsgründungen wiederfindet, nenne ich auch ausdrücklich die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Sie wurde 1994 durch Gesetz als bundesunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet und hat die Aufgabe, das Andenken an das Wirken Willy Brandts für Frieden, Freiheit und Einheit des deutschen Volkes und die Sicherung der Demokratie für Europa und die Dritte Welt, die Vereinigung Europas und für die Verständigung und Versöhnung unter den Völkern sowie für den Nord-Süd-Dialog zu wahren. Auch das sozusagen will ich Ihnen an dieser Stelle ja durchaus gönnen. Herr Kollege Warnecke, schön, dass Sie
so uneingeschränkt lauschen und aufpassen. Was die Kritik des Rechnungshofes angeht, hat die Landesregierung bereits in früheren parlamentarischen Anfragen darauf hingewiesen, dass sie diese Bemerkungen sehr ernst nimmt. Das heißt aber nicht, dass landespolitische Erwägungen bei der Gründung von und der Beteiligung an Stiftungen nicht mehr zum Tragen kommen dürfen. Für alle Stiftungen gilt, wenn der Stiftungszweck, wie ursprünglich bei der Gründung beabsichtigt, in der Folge geänderter äußerer Rahmenbedingungen nicht mehr erfüllt werden kann, dann müssen die Stiftungsorgane reagieren und tragfähige Lösungen finden. Darüber wacht die Stiftungsaufsicht beim Regierungspräsidium. Allerdings wissen wir alle, wie schwierig das derzeitige Stiftungsgeschäft in einer anhaltenden Niedrigzinsphase ist. Ich erspare Ihnen jetzt Ausführungen zur EZB-Geldpolitik. Zusammenfassend, die hessischen Stiftungen, auch solche, die seitens des Landes gegründet worden sind oder gefördert werden, sind ein unerlässlicher und wichtiger Bestandteil, um gezielt bestimmte Zwecke zu ermöglichen. Dafür sei den Stiftungen, ihren Vorständen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern derselben besonders gedankt. Sie setzen sich damit zum Wohl der hessischen Bevölkerung ein, überwiegend ehrenamtlich und gemeinnützig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abg. Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Meine Damen und Herren, ich habe mich jetzt noch einmal zu Wort gemeldet aufgrund der Ausführungen der Kollegen Hahn und Kaufmann. Ich will noch einmal deutlich machen, dass Sie anscheinend in meinem vorherigen Beitrag nicht zugehört haben. Ich habe nämlich eingangs ausdrücklich gesagt, dass es Stiftungen gibt, die gesellschaftlich notwendige und sinnvolle und förderungswürdige Dinge tun. Ich selber gehöre ja einer Stiftung an, was Sie sicherlich nicht wundern und Ihre Vorstellungen wahrscheinlich erfüllen wird, gehöre ich der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Hessen an. Was ich allerdings gemacht habe, ist, dass ich problematisiert habe, dass das Stiftungswesen in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren rapide zugenommen hat. Ich habe einen Zusammenhang hergestellt mit der Verteilung von Einkommen und Vermögen in diesem Land. Ich glaube, je weniger Menschen mehr Geld haben, desto mehr Bedeutung bekommt es, wenn sie dieses Geld stiften. Und je weniger Steuern das öffentliche Gemeinwesen einnimmt, Sie werden jetzt sagen, die Steuereinnahmen sind in den letzten Jahren gesprudelt, das ist sicherlich richtig, gleichwohl hätten sie auch deutlicher ausfallen können, desto mehr wird dieses Geld dann auch der demokratischen Kontrolle über öffentliche Haushalte entzogen. Herr Beuth hat, der Staatsminister Beuth hat gesagt, er glaubt, dass die Bürgerinnen und Bürger vieles besser tun können als der Staat. Da mag es auf jeden Fall Bereiche, wenn wir das auf Stiftungswesen beziehen, geben, wo das zutrifft. Ich glaube aber, und dann habe ich nämlich auch differenziert zwischen dem allgemeinen Stiftungswesen und dem Stiftungswesen des Landes Hessen, an dem das Land Hessen beteiligt ist oder das es selber betreibt, dass es viele Dinge gibt, in denen das Land Hessen und damit der Staat Dinge besser regeln kann als die Stiftungen. Und als Beispiel dafür habe ich die Behring von Röntgen Stiftung benannt, die ja für die Förderung von Forschung und Lehre am Universitätsklinikum Gießen und Marburg zuständig ist, wo ich glaube, dass wenn dieses Klinikum dem Lande Hessen wieder voll und ganz gehören würde, die Förderung von Forschung und Lehre besser erledigt werden kann. Abschließend, Herr Staatsminister hat gesagt, dieses Thema eigne sich nicht für Klassenkampf und was haben Sie gesagt? Satire und Klassenkampf. Deswegen möchte ich Ihnen ganz ausdrücklich Kurt Tucholsky das Lied der bürgerlichen Wohltätigkeit empfehlen, wo es nämlich sinngemäß heißt, gut, das ist der Pfennig, aber wo bleibt die Mark? Frau Alex für die Fraktion der SPD hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mich noch einmal gemeldet. Also, Herr Schalauske,
Ihre Kritik an der von Behring-Röntgen-Stiftung teile ich nicht. Das ist eine Stiftung, die einen sehr geringen Satz an Ausgaben hat und darüber hinaus eine der wenigen, die ab und zu auch einmal eine Zustiftung bekommt. Und insofern stimmt, der Rechnungshof hat sie kritisiert. Es stimmt aber auch, dass sie sich ganz gut gerappelt hat. Aber das nur am Rande. Ich möchte kurz auf meine Vorredner eingehen. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe den Eindruck, dass ich die Einzige bin, die die Antworten der Anfrage gelesen hat. Wenn man die 99% Allgemeines zum Thema Stiftungen und wie man sich dabei fühlt und was man wohl für einen ideologischen Hintergrund hat, um für oder gegen Stiftung zu sein, abzieht, bleibt inhaltlich von der Stiftung eigentlich nicht viel übrig. Das ist mal das eine. Das andere ist, und jetzt möchte ich zunächst auf Sie eingehen, Herr Kollege Heinz, ich war von Ihrem Vortrag angenehm berührt. Ich teile ihn inhaltlich nicht, aber er war zumindest in einer angemessenen Form vorgetragen. Ich bin es nämlich gewohnt, wenn ich zu diesem Thema rede und jemand von Ihrer Fraktion, meistens Herr Möller, dazu spricht, dass erst einmal eine Rezension über meinen Vortrag hier erteilt wird und gesagt wird, was gut war und was nicht so gut war und was man doch besser nicht so macht. Und ich frage mich immer, ist das Frauenfeindlichkeit oder ist das schon Altersdiskriminierung? Diesen Part hat heute Herr Kaufmann übernommen. Er hat mir eine schlechte Note in der Form gegeben, und er hat mir unterstellt, dass ich auch im Inhalt nicht Bescheid wusste. Das weise ich zurück. Herr Minister, ich bin auch etwas komisch davon berührt, dass die Art unserer Fragen schon irgendwie so gemein war, als so zerstörerisch, als wollten wir etwas Böses damit oder so. Das hätte ich gern noch einmal nachgewiesen, was an diesen Fragen denn so perfide gewesen ist. Herr Heinz, ich will Ihnen noch einmal sagen, was Sie zur Stiftung miteinander sagen. Das ist ja sozusagen der offizielle Tenor von 2013/14. Das glaubt ja heute kein Mensch mehr, muss ich Ihnen andersrum auch sagen. Und wenn Sie von der großartigen Darstellung der Stiftung berichten, dann will ich Ihnen berichten vom Hessentag in Rüsselsheim. Da stand vor dem Zelt der Landesausstellung eine zerrupte Kiste mit einem Zettel drauf, bitte mitnehmen. Und da waren die Taschen der Stiftung miteinander drin, weit und breit kein Mitarbeiter zu sehen. Wir haben damals sogar ein Foto gemacht. Ja, also das sind Verwaltungskosten gespart, richtig. Ja, aber das ist jetzt auch nicht gerade die Ansprache der Öffentlichkeit. Meine Damen und Herren, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, damit ist die Große Anfrage besprochen. Liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.